Hi, ist das die Adoptionsagentur? Es ist zwar total seltsam, dass Sie hier einen Katalog haben, aber ich würde mal reingucken. Sorry, aber ich denke nicht. Nächste? Die sieht wütend aus. Nein, die macht mir eher Angst. Ich passe. Wen haben wir noch? Nein, die überspringe ich. Hey, warte mal. Das ist sie. Die will ich. Die ist perfekt. Wir werden eine tolle Zeit als Vater und Tochter zusammen haben. Ah, das schöne Leben. Guck mal, ein Fisch. Platsch, platsch. Du bist so lustig. Wirf den Ball, Dad. Wow, wie hast du das gemacht? Du bist verblüffend. Yay! Ich nehme sie. Und ich hoffe, sie stimmt dem auch zu. Wenn ja, ist das mein Glückstag. Hey, Kleiner. Sieht voll gemütlich aus da drin. Ich könnte dich ewig beobachten. Du schwimmst da so friedlich immer im Kreis herum. Bin voll neidisch. Sunny, bist du hier? Yay! Ich habe Snacks mitgebracht. Oh, hey, Dad. Die sehen echt lecker aus. Ja, die essen wir auch gleich. Du bist der Beste, Dad. Du hast sie dir verdient, Süße. Oh, was ist das? Wo kommt der Fisch her? Okay, lass uns snacken. Du kannst Gedanken lesen. Den hebe ich mir für später auf. Gib mir die Bonbons. Der Lolli! Nein! Schnapp ihn dir! Ha? Oh nein, mein Lolli! Der war doch so... Und nun ist er voller Sand. Ach, was soll's. Den kann ich noch nutzen. Oh, no. Nein, mach das nicht. Gib den her. Im Ernst, mein Schatz. Der ist hinüber. Aber ich will ihn. Lass mich nachdenken. Warte kurz. Ich hab's. Diese Muschel wird helfen. In der ist der Lolli sicher. Oh, wow. Schau mal. Das ist ja niedlich. Der ist echt köstlich. Und wenn ich fertig bin, mache ich die Muschel zu. Ich leg ihn hier hin. So kommt kein Sand mehr dran. Das war eine tolle Idee. Danke, Dad. Nicht der Rede wert, mein Schatz. Das wird ein Meisterwerk, Süße. Das hoffe ich doch. Hau ab, Schwanz. Ich hoffe, du hast Hunger. Hä? Was? Wow, fast erwischt. Autsch. Ups. Mach dir deswegen keine Gedanken. Ich muss vorsichtiger sein. Ich stelle lieber noch Salz auf den Tisch. Wow! Vorsicht! Nein, mein Bild! Es ist ruiniert. Das war ein Unfall. Vielleicht kriege ich es wieder hin. Ich hab's. Bin gleich wieder da. Ich brauche ein schwarzes Blatt. Darauf male ich mit Kleber einen Fisch. Nun brauche ich das Salz. Das streue ich über den Kleber. Der soll komplett bedeckt sein. Keine Lücke darf bleiben. Das war's. Und nun zum spaßigen Teil. Ich schütte das Salz ab. Schau mal. Tatarata. Wow, das sieht super aus. Für dich. Wow, danke. Aber eine Sache fehlt noch. Du musst ihn noch ausmalen. Das wird cool. Welche Farbe nehme ich? Ich wette, der wird richtig gut. Das Blau ist perfekt. Das Salz saugt die Farbe auf. Das ist bisher meine beste Arbeit. Oh, so macht Malen echt Spaß. Das wird ein bunter Fisch. Geradezu wie ein Regenbogen. Das sieht toll aus. Bin gleich fertig. Und das war's. Und was denkst du? Der sollte in der Galerie hängen. Findest du wirklich? Nun schwimmt er. Ich wusste immer, dass du Talent hast. Mir war klar, dass dieser Tag kommt. Aber dadurch wird's nicht leichter. Du bist so schnell groß geworden. Wir bürsten noch schnell dein Haar. Die habe ich extra für dich gemacht. Ich hoffe, sie erinnert dich ans Meer. Zuerst habe ich aus Pappe die Bürstenform ausgeschnitten. Darauf habe ich die Muscheln geklebt. Und natürlich auch Edelsteine. Ich wollte, dass sie funkeln. Ist das schön. Das kommt hier hin. Glitzer ist auch sehr wichtig. Nenn mich Glitzer Bay. Wow, sieht super aus. Und nun kommt die Bürste. Ich klebe das hinten auf die Bürste. Und das war's schon. Ich hoffe, sie gefällt dir. Oh, bist du lieb, Dad. Was würde ich nur ohne dich tun? Ha, ein wenig Seegras erwischt. Ups, sieht so aus. Meine Kleine, hä? Huh? Oh, eine Sache fehlt noch. Wow, ein Diadem? Wäre doch nicht nötig gewesen. Meine Prinzessin verdient eine Krone.
Ich wollte eigentlich gar nicht weinen, aber du siehst so wunderschön aus. Warte, ich glaube, das ist dein Date. Viel Spaß, Süße. Bis später, Dad. Hey, Alex, bereit für den Abschlussball? Oh, du siehst toll aus. Hi, Sunny, ich habe die frisch für dich gepflückt. Hoffe, sie gefallen dir. Oh, mir ist so langweilig. Guck dir Lilly an. Warum gibt sie sich so viel Mühe? Ich zieh's vor, Spaß zu haben. Pass auf, Nerd. Hey, das war nicht nett. Und? Dann heul doch. Cheryl hält sich für so schlau, was? Wow, was ist das denn? Zwei können dieses Spiel spielen. Wow, warum fühlt sich das so nass an? Endlich kann ich in Ruhe lernen. Mann, ich liebe Würstchen. Eins ist weg, weiter geht's. Hab dich. Oh ja. Oh, so lecker. Ich nehme das noch. Oh, das glaube ich nicht. Du willst darum kämpfen? Sieh an, sieh an, sieh an. Diese Küche ist nicht groß genug für uns beide. Ich werde mein Würstchen nicht teilen. Bereit? Achtung! Das wagst du nicht. Oder doch? Oh, ich bin bereit. Niemand wagt es, mir in die Quere zu kommen. Hey, was macht der Teekessel da drüben? Los geht's! Zieh! Huh! Nimm deine Gabel weg! Aber ich hatte die zuerst! Weg da! Oh, lass los! Guh! Oh! Was? Okay, das war's. Was habe ich übers Würstchenschleudern gesagt? Wer war das? Wer wirft hier mit Würstchen um sich? Hallo? Sie war das. Nein! Hört auf! Anstatt darum zu streiten, teilt es doch einfach. Seht ihr? Perfekt geschnittene Scheiben. Wow! Ketchup darf nicht fehlen. Und hier ist genau der Platz dafür. So, seid ihr jetzt zufrieden, Mädels? Also... Ich denke, das ist okay. Ja, lass uns den Dip-Tanz machen. Ich bin froh, dass ihr euch wieder vertragt. Bis später. Ja, ich hab's noch nie bis zu diesem Level geschafft. Oh. Huh? Lilly? Huh? Was? Deine Körperhaltung? Okay, Mom. War das so schwer? Oh, ja. Ich sitz gerade. Ich mach's noch. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Mhm. Total. Ah. Ja. Oh, sitzt sie aufrecht? Das sieht mir nicht so aus. Lilly! Mom, setz dich gerade hin. Na los. Oh, wie auch immer. Hm. Oh, ich bin so müde. Lilly! Was? Was machst du da? Deine Schultern! Danke. Wie auch immer. Der Unterricht ist heute gar nicht so schlimm. Aber anstrengend ist es trotzdem. Oh, Lilly. Hey. Echt jetzt, Mom? Deine Körperhaltung. Fein. Besser? Ja. Sie lässt mich einfach nicht in Ruhe. Hm. Lilly! Hä? Mach deinen Rücken gerade. Oh, dein Ernst, Mom? Was? Das Frühstück ist fertig. Oh, toll. Ah, Flakes. Die mag ich. Ja, yeah, ich dachte, wir melden dich diesen Sommer beim Fußball an. Ja? Warum hörst du nicht auf mich? Unfassbar. Schieb sie einfach zurück. Siehst du? Viel besser. Lilly, gerade. Mach mit. Oh. Mama, lass mich in Ruhe. Okay, komm schon. Wie machst du das? Eine Frage des Willens. Puh, egal. Oh, das soll wohl ein Scherz sein. Lilly, Liebes. Wenn ich dich nicht dazu bringe, gerade zu sitzen, dann tut es dieses Ding.
Einfach am Tisch befestigen. Und dein Kinn hier drauflegen. Ist das nicht besser? Wow, guck dir das an. Ein ganzer Spaßpark voll mit Wasser. Ich wette, in echt ist der noch besser. So viele Rutschen und Wasserspiele. Ich würde da ganz schnell runterrutschen. Das wäre die beste Rutsche. Okay, die sieht echt gut aus. Ich zeig dir gleich Mama. Mami? Mami? Hallo, hörst du mich? Oh, was ist los, Schatz? Was ist das? Eine Wasserrutsche? Die ist schön süße, meine kleine Künstlerin. Versteht sie mich gar nicht? Oh, komm mit. Oh, das musst du selbst sehen. Guck. Oh, du willst dorthin. Bitte, bitte. Okay, okay. Aber das ist ganz schön teuer, nur im Wasser zu spielen. Warte mal. Mal sehen, was ich habe. Ein paar Kröten. Oh. Also, ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Wirklich? Hey, Geld ist heutzutage ziemlich knapp. Vielleicht verlegen wir den einfach hierher. In diesem Center gibt's eine Menge Sachen. Einfach perfekt. Was ist das hier? Schön. Und alles im Angebot. Nimm das, überteuerter Wasserpark. Wir machen das auf meine Art. Das hier bitte. Okay. Das macht zusammen 7 Euro. Ja, bitte sehr. Schönen Tag noch. Das Wasserspiel kann beginnen. Diese Dusche ist super niedlich. Und das hier auch. Badezeit? Eher Partyzeit. Eine wichtige Sache fehlt noch. Niedlich. Aber es fehlen noch Blubberblasen. Und zwar eine Menge. Okay, jetzt sieht's wirklich schön aus. Willst du eintauchen? Viel Spaß beim Schwimmen, Kleiner. Keine Bange, das Wasser ist warm. Juhu! Jetzt kommt noch der Rest. Rein mit euch. Und wenn man sich amüsieren will, darf der Wal nicht fehlen. Ist das nicht toll? Und das alles für schlappe 7 Kröten. Olivia! Was? Niemals! Hier sieht's aus wie im Wasserpark. Warum steigst du nicht ein? Ich komme, Mama. Pass auf die Spritzer auf. Hey, ich kann das Wasser kontrollieren. Und guck dir all diese Blasen an. Das ist dein eigener Wasserpark, Olivia. Dann logge ich mich mal ein. Hallo zusammen. Ja, die sind schon fertig. Mhm, ja, natürlich. Ja, aha, aha. Was machst du, Mama? Geh wieder. Wo waren wir? Also... Oh, sie will nicht mit mir spielen. Hi, hab dich lieb, Mami. Hey, warte. Hm, das ist ungerecht. Okay, ja, sie haben recht. Hm, also eigentlich, oh, das tut mir leid. Hey, Mama. Hey, guck mal. Die ist so weich. Das kitzelt, stimmt's, Mama? Was macht sie da unten? Hör auf damit. Was soll's? Hier. Oh, Mamas Handy. Wie ich schon sagte. Das Handy ist toll. Oh, Manu, komm schon, lass uns spielen. Oh ja, ich bin ganz Ohr. Eine Sekunde. Bitte lass hier was drin sein. Ja. Oh, Entschuldigung. Guck dir das an. Wenn ihr euch dieses Dokument anseht. Ja, krabbel weiter. Ja, okay, eine Sekunde bitte. Gut, jetzt bist du wieder draußen. Puh. Tut mir leid, Team. Oh nein, wie peinlich. Puh, gut, dass alles in die Tüte gepasst hat. Riecht ziemlich frisch. Aber das ist undicht.
Tja, kann passieren, schätze ich. Wieder was, um das ich mich kümmern muss. Oh. Oh, hol's dir. Oh. Hi, Cheryl. Ja, mach sie fertig. Hui. Vorsichtig. Wie machst du das alles auf einmal? Wenn sie dieses Multitasking nur richtig einsetzen würde. Oder lieber doch nicht. Ich muss nachdenken. Yeah, so ist's richtig. Ich denke, ich habe die perfekte Idee. Während sie spielt, mache ich mich an die Arbeit. Und ich brauche nur diesen Aufkleber. Passt perfekt. Und jetzt bleib, wo du bist, okay? Du spielst noch was, Cheryl? Aha. Oh. Hey, ich. Danke. Dann hole ich mir ein neues. Das war nicht nett. Oh, was ist das da unten? Kann ich da Wasser eingießen? Ich werde es probieren. Hey, das verändert sich. Oh, ein süßes Kätzchen. Fantastisch. Das muss ich Papi zeigen. Papi, Papi, guck mal, wer in meinem Glas ist. Wow, das ist so schön. Also, das habe ich nicht bis zu Ende gedacht. Oh. Jetzt zu meiner Lieblingsmahlzeit des Tages. Heute gönne ich mir besonders viel. Und das noch. Und auch noch was Salziges. Ah. Komm schon. Ich bräuchte noch einen extra Arm. Komm schon. Nein, meine Flakes. Oh, na toll. Oh, wieder von vorne. Auf ein neues, okay? Oh, so, vielleicht, wenn ich so trage. Puh. Na los. Runde 1, fertig. Ich bin wieder da, um dich zu holen. Kann ich jetzt endlich essen? Oh, was? Oh, geh auf. Komm schon! Ich brauche einen besseren Griff. Oh, das wird heute nichts. Hey, warte. Sind das Pfeile? Das ist ein Drehverschluss? Das heißt... Ja, so geht's. Zum Glück hat das niemand gesehen. Egal. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Tief durchatmen. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe. Wo ist sie? Oh. Hi, du. Hast du das Geld? Ich brauche dringend was davon. Okay, schon verstanden. Ein Lutscher? Na gut. Wähle dein Teil. Wow, so viele Sachen. Aber ich brauche was Bestimmtes. Das hier. Okay, vielen Dank. Also, kommen wir zur Sache. In diesem Haus wird nichts mehr verschüttet. Guck dir mal diese Abdeckung an. Jetzt komm raus, Saft. So soll's sein. Endlich kann ich essen. Ich dachte schon, das wird nie was. Das Warten hat sich gelohnt und jetzt Saft für mich. Wer hätte gedacht, dass das Leben so einfach sein kann? Okay, wir haben alles, was wir brauchen. Bist du bereit? Okay, Speedy, wir finden heraus, wer von uns der Schnellere ist. Du wirst untergehen. Auf die Plätze, fertig, los! Das ist zu einfach. Fang mich doch! Na los, Speedy, schneller! Mir wird schwindelig. Autsch! Speedy? Oh nein, ich werde verlieren. Alles in Ordnung, Liebling. Mein Knie tut weh. Mami macht es wieder heil. Ich habe ein Pflaster. Oh, das tut weh. Nein, Mama, das gefällt mir nicht. Ich muss doch etwas tun können. Oh, ich hab's. Komm her, Speedy. Was sagst du?
Das ist eine gute Idee. Verschönere Pflaster mit diesen Tipps. Male mit einem Stift auf das Pflaster. Male damit deine Lieblingsfigur oder dein Haustier. Und male es bunt an. Sieht süß aus. Die kommt mir bekannt vor. Sieh mal hier. Versuch Nummer 2. Und wie ist das? Wow, echt cool, Mama. Jetzt sind all meine Wehwehchen bedeckt. Du solltest vorsichtiger sein, Schatz. Keine Rennen mehr mit Speedy. Oh, das muss in den Ofen. Hi, Mami. Hi, Liebling. Ich bin gerade am Backen. Oh, was für ein schönes Bild. Es ist ein Fisch. Schau, er schwimmt. Wirklich schön, Liebling. Oh, oh, kein Kuchen für dreckige Hände. Oh, Mama, nur einen. Ich muss meine Hände ja nicht benutzen. Ashley, nein. Ich will Kuchen. Das ist unfair. Das ist genug, Fräulein. Komm mit. Wir waschen jetzt die Hände. Nein, ich will Kuchen. Das reicht. Komm hierher. So geht das wirklich nicht. Danach will ich aber Kuchen haben. Zufrieden. Schau her, ich wasche meine Hände. Genau so, wie du es wolltest. Ich brauche mehr Seife. Das ist nicht lustig, Ashley. Aber ich wasche doch nur die Farbe ab. Das kann immer so weitergehen. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Wirklich? Tada, alles sauber. Nein, so geht das nicht. Schon gut. Tief durchatmen. Was mache ich nur? Hm, Moment mal. Das ist eine gute Idee. Du brauchst eine Jello-Form. Lege Spielzeug in die Form hinein. Dann füllst du klare Seifenbasis in eine Pfanne. Und gießt die Seifenbasis in die Form hinein. Achte darauf, dass das Spielzeug bedeckt ist. Fülle die Formen mit Seifenbasis auf. Warte, bis es fest ist. Entferne die Seife aus der Form. So macht Händewaschen Spaß. Ashley, das Spielzeug kann dir gehören. Du musst nur deine Hände gründlich waschen. Oh wow, das Spielzeug will ich haben. Es funktioniert. Bin gleich soweit, Mami. Meine Hände sind sauber. Schau. Gut gemacht, Liebling. Jetzt gibt es Kuchen. Echt? Juhu! Das Spiel macht Spaß. Was ist los? Das Display ist schwarz. Akku leer? Ach, Manu! Mom, du musst mir helfen. Was ist, Liebling? Mein Handy-Akku ist leer. Ich habe kein Ladekabel dabei. Wieso muss mir so etwas nur passieren? Oh, beruhig dich, Liebling. Schon gut. Vielleicht habe ich Süßigkeiten in der Tasche. Willst du Schokolade? Lecker! Hast du noch mehr? Das war das Letzte. Das Leben ist so unfair! Oh, sieh mal da! Ich bin keine Katze, Mom! Warum muss mir das passieren? Was habe ich noch? Bist du ruhig, wenn ich dir Geld gebe? Ja, das hilft! Ein Papierflugzeug! Ashley, das war mein einziges Bargeld. Na und? Hier, halte mal. Was stimmt nicht mit dem Handy? Ashley, hör auf. Was ist das? Ashley, bitte. Das Handy muss wieder funktionieren. Das ist lustig. Der Patient ist soweit. Was war das? Ich male ein Bild, Mami. Das ist so unangenehm. Einen Augenblick. Das bringt mich auf eine Idee. Lege dein Handy vor dich hin. Lege buntes Papier auf dein Handy. Dann befestigst du Plastik an dem Handy. Fülle das Plastik mit Kleber auf. Verteile den Kleber. Versiegle das Plastik, so entkommt der Kleber nicht. Das ist fast so wie ein Skizzenbuch. Perfekt, um etwas Zeit zu vertreiben. Das macht echt Laune. Lass mal sehen. Willst du es ausprobieren? Du hast recht. Es macht Laune. Wow, echt cool. Danke, Mama. Puh, endlich kann ich entspannen.
Die Fidget-Tube ist so biegsam. Ich mache einen Kreis. Hey, was ist das? Ein Lollipop? Lecker! Das ist mein Glückstag. Kekse! Gib ihn zurück! Nein, das ist meiner! Nein, meiner! So nah! Das ist deine Schuld! Erwischt, Nene! Den kannst du behalten! So schmutzig! Mein Lollipop! Das ist deine Schuld! Was ist passiert? Ava hat meinen Lutscher ruiniert! Ist das alles? Lass mal sehen! Das ist Avas Schuld! Schon gut! Das könnte nützlich werden! Ich habe etwas für dich! Was ist es? Das ist ein Lollipop-Halter! So wird er nicht mehr schmutzig! Und Ava kriegt auch einen! Wow, das ist so cool! Den esse ich später weiter! Es funktioniert! Ashley, sieh mal! Er ist auf dem Boden, aber nicht schmutzig! Ich weiß, das ist eine tolle Idee! Schön, dass es euch gefällt! Die Süßigkeitenschüssel ist leer. Ich sollte sie auffüllen. So, jetzt verstecke ich sie vor Ashley. Das Regal ist ein gutes Versteck. Hier findet sie die Schüssel nie. Dass ich nicht lache! Mom ist weg! Das ist meine Chance! Ich komme nicht hin! Ich muss etwas anderes versuchen. Oh, ich hab's! Mit dem Stuhl komme ich ran! Gleich geschafft! Erwischt! Oh nein! Wow! Nein! Autsch! Endlich habe ich die Süßigkeiten! Das war's mir wert! Was glaubst du, was du da tust? Oh, hi, Mom! Du enttäuscht mich, Ashley! Wo verstecke ich die Süßigkeiten sicher vor ihr? Ein Augenblick. Ashley hasst Gemüse. Ich habe eine Idee. Ich leere diese Gemüsepackung und fülle sie mit Süßigkeiten. Ashley wird hier niemals reinschauen. So eine saftige Tomate. Die wird sich gut im Salat machen. Oh, hi Ashley. Leer? Wo sind die Süßigkeiten? Wie wäre es mit etwas Gemüse? Ist das dein Ernst? Igitt! Dann nichts. Bleibt mehr Schokolade für mich übrig. Lecker. Backen macht Spaß. Warum hilfst du deiner Schwester nicht? Zieh die Schürze an. Muss ich wirklich? Das macht Spaß. Ja, sicher. Okay, dann mal los. Den Teig so kneten. Ah, okay. Sieht gut aus. Jetzt brauchst du ein Nudelholz. Es soll helfen, meine Verspannung zu lösen. Es gefällt mir. So wie hier, ja? Backen ist einfach. Etwas stimmt da nicht. Luna, wir haben ein Problem. Das esse ich nicht. Tu etwas. Schon gut, wir bringen das in Ordnung. Achte darauf, was du tust. Es war ein Versehen. Mein Haar ist immer im Weg. Das ist ja ein Problem. Die sind wirklich lang. Kannst du mir helfen? Nun, ich denke ja. Nur ein schneller Schnitt. Auf keinen Fall. Ach, dann Plan B. Nicht bewegen. Och, ich dachte, das geht schon. Moment. Es muss etwas geben. Nein, das geht nicht. Oh, das wird helfen. Okay, lass uns dein Haar stylen. Los, mach schon. Ich stecke dein Haar in die Maschine. Wow. Ich muss durch dein ganzes Haar gehen. Und du bekommst eine neue Frisur.
Wow, erstaunlich. Ich fühle mich so stylisch. Das sieht toll aus. Und dein Haar kommt nicht in den Teig. Nun zurück zum Backen. Einfach den Teig ausrollen. Oh, oh. Luna. Ich brauche wieder deine Hilfe. Genau darum backe ich nicht. Wow, sieh mal. Die sind sehr schön. Mama, Mama, schau. Was ist es, Liebes? Oh, Flamingos. Ich hätte gerne einen. Darf ich einen haben? Bitte, Mama. Du bekommst keinen Flamingo. Oh, das ist nicht fair. Ich bekomme nie schöne Dinge. Oh, schalten wir um. Oh, sieh dir das an. Niedliche Kätzchen. Wir könnten eins davon haben. Nein, ich will einen Flamingo. Dachte mir, dass du das sagen würdest. Oh, ein Hund. Jeder liebt Hunde. Möchtest du einen Hund? Hallo? Ich habe schon einen. Gib mir die Fernbedienung. Nun, bitte. Ich will Flamingos anschauen. Ha, die sind so komisch. Ich will einen Flamingo. Aber wo würden wir sie aufbewahren? Und was fressen sie? Moment. Sie hat nicht gesagt, dass sie einen echten Flamingo will. Das ist eine Lösung. Ich mache einen Anruf. Hallo, ich möchte etwas bestellen. Ja, und zwar sofort. Wow, das war schnell. Hey Sunny, sieh mal. Oh, eine Box. Cool. Nein, da ist etwas in der Box. Du wirst ihn lieben. Oh, ich liebe Überraschungen. Daran hätte ich vorher denken sollen. Ein Spielzeugflamingo. Was soll ich damit machen? Ich zeige es dir. Der kleine Kerl hat großen Hunger. Also müssen wir ihn füttern. Er liebt Vogelfutter. Jetzt füttern wir ihn. Setz ihn auf die Toilette. Mama, er frisst das Futter. Es ist sehr gut, oder? Ja. Sieh dir das an. Oh nein, kackt er? Sollen wir ihm etwas Privatsphäre geben? Schon gut, es ist ihm egal. Erstaunlich! Er ist fast fertig. So eine Erleichterung. Hallo Sunny, was machst du da? Nur ein wenig mehr. Was ist hier los? Sunny, hast du mich gehört? Oh, hallo Mama! Was ist los? Du siehst aus, als würdest du dem Zirkus beitreten. Komm, wir müssen das abwaschen. Nimm die Seife und wasch alles ab. Muss ich? Ich mag mein Make-up. Okay, gut. Aber ich will das nicht. Sieh, ich tue es. Hoppla! Wow, was für ein Fang. Hast du gesehen? Oh-oh. Komm zurück, Seife! Was zum? Wo geht sie hin? Ups. Tja, tschüss. Nicht so schnell. Mal nachdenken. Ich habe eine Idee. Wir haben das hier. Ich nehme das Oberteil ab und fülle den Behälter mit Flüssigseife. Das reicht. Den Deckel wieder anbringen und es ist einsatzbereit. Probier mal, Sunny. Wirklich? Wow! Los geht's! Wow, es hat mir Seife gegeben. Das macht Spaß. Sehr gut. Wasch das Make-up ab. Keinen Punkt verpassen. Schon besser. Du brauchst kein Make-up. Was soll das? Oh, die Menschen haben einen Schatz hinterlassen. Sie ist so schön. Huch, wo ist sie hin? Ich liebe eine gute Einkaufstour. Meine Kreditkarte aber nicht. Es gab einfach so viele Angebote. Das war es total wert. Oh, hallo Süße. Sind es meine Geburtstagsgeschenke? Deine was? Oh nein. Ich hab's nicht vergessen, ehrlich. Es muss was geben, das ich ihr geben kann. Wie konnte ich das vergessen? Meine Schuhe kann ich ihr nicht geben. Oh, wow, was ist das? Na,
Nein, nein, das ist für Mami. Du hast es vergessen? Nein, ich... Warte mal. Ich habe eine Idee. Jetzt an die Arbeit. Ich brauche nur meine Kreativität. Ich nehme den Deckel von der Box und zeichne Augen auf die Innenseite. Einfach so. Jetzt fülle ich sie aus. Das sieht gut aus. Nun zeichne ich die Nase und den Mund und schneide ein Loch in den Mund. Sunny wird das lieben. Das ist nicht fair. Schau, was ich habe. Ein alter Schuhkarton. Ist das ein Scherz? Pass auf. Ich schütte die Bonbons auf den Deckel. Versuch, sie ins Loch zu bringen. Oh, es ist ein Spiel. Oh, ich schaffe es, Mama. Das macht echt Spaß. Ich habe sie alle im Loch. Und ich habe diese tollen Schuhe. Und diesen Schal auch. Schön auf das, was deine Lehrer sagen. Und pass auf deine Sachen auf. Oh, und noch etwas, Liebling. Bitteschön, eine Federtasche für dich. Mit einer kleinen Leckerei. Ich liebe dich. Viel Spaß in der Schule. Hm? Oh, ein Schüler. Moment mal, was ist das? Du kennst die Regeln, kein Essen und Trinken. Gib das sofort her. Und jetzt verschwinde. Mama, sie hat mich angeschrien und meine Süßigkeiten geklaut. Ist nicht dein Ernst. Na, das wollen wir mal sehen. Keine Sorge, Schatz, ich kümmere mich darum. Hm, was mache ich da bloß? Als erstes schmelze ich diese Schokodrops. Dann ziehe ich die Masse in eine Spritze auf. Jetzt brauche ich einen leeren Strohhalm. Und den fülle ich mit der geschmolzenen Schokolade. Ich schüttle ihn, dass sich alles gut verteilt. Wenn sie fest ist, nehme ich die Schokolade raus und stecke sie in ein Papier von einem Wachsmalstift. Schätzchen, nicht weinen. Problem gelöst. Aber das sind doch nur meine Stifte. Wirklich? Ich glaube nämlich, das sind versteckte Süßigkeiten. Wow, du bist die beste Mama der Welt. Okay, hier ist deine Schultasche. Ab in die Klasse. Oh, wieder da? Lass mal deine Tasche kontrollieren. Das sehe ich mir mal genauer an. Tja, sieht nach ganz normalen Stiften aus. Okay, jetzt darfst du rein. Los, Abmarsch. Oh, mein kleiner Liebling. Das ist mein allerliebster Laster. Ich weiß, ich kann auch kaum glauben, dass sie das gesagt hat. Kipplaster mag ich am liebsten. Da passt so viel rein. Und dann hat ihre Freundin so getan, als hätte sie es nicht gehört. Oh, sieh mal, ein Tiger. Nein, schon klar. So ein Theater. Oh nein, was war das? Nein, mein allerbester Lieblingslaster. Oh, ich muss Schluss machen. Ich melde mich später. Mama, du hast meinen Lieblingslaster kaputt gemacht. Moment. Ich weiß, wie ich das wieder hinkriege. Ich nehme einfach diese bunten Snacks. Ich tunke das Ende in Wasser und drücke zwei aneinander. Ich baue das Ding zusammen und das Wasser ist der Kleber. Sieht super aus. Nur noch alle Teile zusammensetzen. Liebling, ich habe etwas für dich. Wow, ein brandneuer Laster. Wumm, der ist so cool. Und er besteht aus Süßigkeiten. Oh nein, sie ist zerbrochen. Ich kriege bestimmt Ärger. Hey, ich weiß, was ich mache. Da kommt Mama. Hoffentlich merkt sie nichts. Hä? Was ist das denn? Hm, doch nichts. Juhu, sie hat es nicht gesehen.
Oh, ich liebe Happy Ends. Wärst auch du gerne Meerjungfrau? Schreib's in die Kommentare. Teile das Video mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere den Kanal für weitere lustige Videos wie dieses.